Wenn du eine gute Geschäftsidee hast, du willst ein Startup gründen, aber das Geld ist dir ausgegangen oder du verfügst über zu wenig Eigenkapital, dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie du an dieses Geld kommen kannst, um dein Unternehmen tatsächlich in den Markt zu platzieren. Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmensberater und Coach, sondern selbst auch Unternehmer. Das heißt, ich habe über 20 Firmen selbst gegründet und die ersten Firmen habe ich auch ohne echtes Eigenkapital gegründet und auch unter Verzicht von Fördermitteln. Und heute werde ich dir eine ganze Reihe von Möglichkeiten zeigen, wie du dein Startup auch in den Markt bringen kannst, auch wenn du nur über wenig Eigenkapital verfügst. Zunächst einmal eine wichtige Erkenntnis, dass du Geld und Kapital nicht nur brauchst am Anfang deiner unternehmerischen Entwicklung bei der Gründung deines Startups, sondern erfahrungsgemäß ist es so, dass du zu mehreren verschiedenen Phasen unterschiedliche Arten von Kapital bzw. für Zwecke von Kapitalverwendung brauchen wirst. Das bedeutet also, für dein Unternehmen ist Cash, also Geld, Kapital, das gleiche wie für uns Menschen und Lebewesen der Sauerstoff ist. Du brauchst regelmäßig Arbeitskapital, du brauchst regelmäßig Investitionskapital und du brauchst vielleicht sogar auch einfach nur Kapital, um Marktanteile zu erobern. Sogenanntes Working Capital, was in der Regel verbrannt wird, weil dein Unternehmen am Anfang nur Verluste macht. Am Anfang steht eine Idee und diese Idee muss aber als erstes Produkt auch entwickelt werden, damit du es testen kannst im Markt und damit die Investoren, die Geldgeber sich auch überzeugen können und damit du weißt, dass es auch funktioniert. Also brauchst du ein MVP, ein Minimum Viable Product und du brauchst Product Market Fit, also musst du auch herausfinden, wie gut der Markt darauf reagiert. Hast du keine Dienstleistung oder eine E-Commerce-Lösung oder eine Portallösung, sondern ein echtes Produkt, gilt es als nächstes aus der Idee, aus dem ersten Minimum Viable Product tatsächlich ein Produkt in serienreife Qualität zu machen. Sprich also alle Maßnahmen, die das dann auch ermöglichen, in größerer Stückzahl dein Produkt herzustellen. Wenn dein Produkt nun fertig ist und du die Markteintrittsvoraussetzung auch erfüllt hast, dann gilt es tatsächlich, den Markteintritt zu finanzieren. Du hast Anfangskosten, Marketingkosten, Personalkosten und du bindest mit steigendem Umsatz auch immer mehr Working Capital, also Betriebsmittelreserve, Liquiditätsreserve, pure Cash. Und der steigt an, je größer deine Firma wird. Deshalb gibt es in der Regel auch weitere Finanzierungsrunden. Damit du nun all diese verschiedenen Phasen noch finanzieren kannst, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die dir als Gründer zur Verfügung stehen. Der sicherlich wertvollste Anteil sind die echten Unternehmensanteile. Also egal, ob du eine UG gründest, eine GmbH gründest oder sogar einen Investor findest, der mit dir gleich eine Aktiengesellschaft gründest, du hast Firmenanteile und die kannst du veräußern, also 100% deiner Anteile abgeben. Aber du hast nicht nur die echten Anteile, sondern du hast auch virtuelle Anteile. Du kannst beispielsweise virtuelle Gesellschaften, stille Beteiligungen aufbauen und auch diese Anteile an Investoren vergeben. Die haben zwar in der Regel dann kein echtes Stimmrecht und sie haben auch keinen möglichen Wert des Unternehmens, aber sie haben Anteile zum Beispiel am Gewinn. Das bedeutet also, du kannst sowohl echtes Kapital einsammeln über Investoren, indem du Anteile weggibst, aber du kannst auch Berater, Dienstleister, Programmierer, Werbeagenturen an deinem Unternehmen binden und deren Dienstleistung einkaufen, indem du ihnen Anteile gibst. Es gibt allerdings eine Sache zu bedenken, denn je früher du deine Anteile herausgibst, desto schwieriger wird es für dich, den Wert entweder plausibel abzubilden oder auch hoch genug zu halten, damit du nicht viele Anteile verlierst. Das bedeutet also, hier gibt es einen Trick oder eine rechtliche Grauzone, dass du den Bewertungszeitpunkt deines Unternehmens in die Zukunft verlagerst, also auf einer Zeitachse T, den Bewertungszeitpunkt zum Beispiel auf das dritte Jahr nach Gründung festlegst. Das bedeutet wiederum, dass wenn du Investoren hast und die dir Geld geben, dass dieses Geld noch kein echtes Eigenkapital ist, sondern eine Art Wandeldarlehen ist. Das bedeutet, du bekommst ein Darlehen, was in der Zukunft zum Zeitpunkt der Bewertung umgewandelt wird in Anteile. Der Vorteil liegt also klar auf der Hand. Du bekommst heute zum Zeitpunkt des Kapitalbedarfs die finanziellen Mittel. Das bedeutet, du kannst dein Produkt marktreif machen und tatsächlich den Markteintritt und die ersten Jahre oder Monate finanzieren. Auf der anderen Seite ist auch sichergestellt, dass du nicht zu viel Anteile abgibst, weil der Zeitpunkt der Bewertung vielleicht in das dritte Jahr verlegt wird und solange bleiben die Investitionsmittel deiner Investoren eine Art Darlehen, ein Wandeldarlehen mit einem kompletten Vertrag und die Bewertung findet im dritten Jahr statt. Und sollte jetzt im dritten Jahr das Unternehmen auf 3 Millionen beispielsweise bewertet werden,
und der Investor hat 500.000 gegeben, nun dann bist du nur verpflichtet, ein Sechstel deiner Anteile auch abzugeben. Das bedeutet, du hast immer noch die Mehrheit im Unternehmen. Und über diese Möglichkeit der Beteiligung am Unternehmen oder virtuellen Gesellschaften oder später auch durch den Gang an die Börse, dass du den Aktien ausgibst mit verschiedenen Optionen, hast du die Möglichkeit, weitere Finanzierungsrunden abzubilden. Solltest du noch weitere Finanzierungsmittel benötigen und nicht ausreichend Investoren finden oder du möchtest deinen Investoren auch einen sogenannten Köder noch geben, dann macht es Sinn, sich über Fördertöpfe auseinanderzusetzen. Denn du kannst nicht nur Förderungen erhalten für deine Produktentwicklung, sondern auch dafür, dass du Investoren findest. Es gibt also verschiedene Förderprogramme, wo die Investoren 20% als Zuschuss bekommen auf ihre Beteiligungssumme oder wo der gleiche Betrag, den die Investoren geben, nochmal durch ein Förderprogramm dazugegeben wird. Bedenke aber auch, dass der Staat kein politisches Interesse daran hat, die bestehenden Unternehmen zu gefährden, indem neue Gründer an den Markt kommen und eine gleiche Geschäftsidee haben und damit das Bestandsunternehmen gefährden. Der politische Auftrag ist es, nur Unternehmen zu fördern, die tatsächlich eine Zukunftstechnologie haben, also im Bereich Life Science oder Tech Science unterwegs sind. Also echte Innovationen sind gefragt. Deshalb sind die meisten Förderprogramme auch gebunden an echte Innovationen. Das bedeutet, hast du nur eine Standardidee, ist es eher fraglich, dass du Zuschüsse als Förderung bekommst. Aber es gibt auch für normale Geschäftsideen eine ganze Reihe von Förderprogrammen mit subventionierten Darlehen. Bedeutet also weniger Zinssatz, keine oder weniger Bürgschaftskosten und vor allen Dingen tilgungsfreie Zeiträume. Zusammengefasst also sind diese Phasen der Finanzierung hochriskant. Deshalb werden die meisten Geschäftsbanken und die meisten regulären Förderprogramme dir nichts geben. Hast du aber eine wirkliche Innovation, dann macht es Sinn, auf der einen Seite die dafür extra aufgesetzten Förderprogramme zu aktivieren und auch Investoren zu finden, die sich mit Kapital an deinem Vorhaben beteiligen oder du gewinnst Teampartner, Berater, Produzenten, Dienstleistungen, Marketingagenturen als deine Investoren, sodass du Anteile tauscht gegen deren Dienstleistungen. Ein weiterer Aspekt ist auch die Finanzierung deiner privaten Lebenshaltungskosten. Du wirst schwer einen Förderprogrammgeber oder auch einen Investor davon überzeugen, dass er im ersten Jahr mit 100.000 Euro dein Geschäftsführergehalt finanzieren soll. Hier macht es Sinn, dass du dich auf die Suche machst nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten deiner privaten Lebenshaltungskosten. Und entweder du hast das Glück, Arbeitslosengeld zu beziehen oder Arbeitslosengeld 2 zu beantragen oder du suchst dir einfach zum Beispiel 20 Nebenjobs. Bei meinen ersten Gründungen hatte ich auch 20 Nebenjobs, mit denen ich meine Lebenshaltungskosten finanziert habe und parallel habe ich in der Unternehmensentwicklung gearbeitet. Zusammengefasst hast du also neben deiner eigenen Ertragskraft auch die Möglichkeit, die Leistung anderer Menschen in ein Unternehmen einzukaufen, indem du Anteile herausgibst. Achte aber darauf, dass du diesen Tausch bzw. die Wertermittlung als Grundlage für den Tausch von Leistung oder Kapital gegen Anteile in die Zukunft verlagerst und das geht am besten durch die Form eines Wandeldarlehens. Und der dritte große Baustein ist, dass du öffentliche Förderprogramme nutzt und die gibt es auf der europäischen Ebene, auf der Bundesebene und auf deiner Bundeslandebene. Hier ist es die Aufgabe zu prüfen, ob du tatsächlich eine echte Innovation hast und ob du mit deinem Alter, mit der Rechtsform, mit den beteiligten Investoren auch die Voraussetzungen abbildest, diese Förderprogramme abrufen zu dürfen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenlosen Erstgespräch. Denn unsere Berater sind darauf spezialisiert, dich zu unterstützen, die Finanzierung nach der Ermittlung des Gesamtkapitalbedarfs auch abzubilden. Da lade ich dich ein, das kostenlose Erstgespräch jetzt zu buchen. Vergiss aber bitte nicht, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat und den Kanal zu abonnieren, dann bleibst du auch weiterhin informiert. Und unser Beraterteam setzt sich nach dem kostenlosen Erstgespräch mit dir zusammen und ermittelt in einem groben Konzept, welche Finanzierungsmodelle, welche Fördermittelprogramme tatsächlich für dich in Frage kommen und ob du die Antragsvoraussetzungen auch erfüllst. Nutze jetzt das kostenlose Erstgespräch und du bist einen guten Schritt weiter. Dein Daniel Schäfer.